Hallo Elektrofreunde. Ich muss es nochmal deutlich ansprechen, mir kommen viel zu wenig Feedback von euch und auch viel zu wenig Abonnenten. Jetzt muss ich es schon mal richtig ansprechen. Ist es wirklich in der heutigen Zeit schon so, dass man hergehen muss und Ausdrücke und andere Kanalbesitzer, die einen vielleicht schon gedisst haben, ich sprich da jetzt Zahnlücke an, wenn einer sich so auf seinen Kanal aufführt, der eine Rolle im Endeffekt spielt, nur damit er Abonnenten und Kommentare bekommt, muss man wirklich so sich in YouTube aufführen, dass man irgendwie bewertet wird? Kann es nicht, so wie ich, einen ganz normalen YouTuber geben, der euch versucht, hilfreiche Videos rüberzubringen, nach Möglichkeit auch Videos zu zeigen, die kein anderer YouTuber bereits so detailreich gemacht hat? Um dann auch mal gesagt zu bekommen, was irgendwo fehlt, in welcher Richtung oder was ihr euch wünscht. Wenn wir so weit schon gekommen sind, dann gute Nacht, dann armes Deutschland, ganz ehrlich. Weil da ich es nicht einsehe, dass ich mir die Arbeit mache für euch, ich setze mich hin, mache den Videoschnitt, versuche so gut wie möglich detailreich für euch die Videos zu gestalten. Ihr müsst auch bedenken, das nimmt Strom in Anspruch, das ganze Videomaterial zu bearbeiten. Und dann kommt überhaupt nichts von euch. Das finde ich sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich verstehe es nicht. Muss man auf YouTube ständig nur sagen, ich hau dich um? Oder ständig irgendwelche Getränke da in sich reinpumpen und Süßigkeiten reinfressen? Nur damit man da ein Feedback bekommt von euch. Das kann es echt in meinen Augen nicht mehr sein. Deswegen habe ich meine Videos, die ziemlich detailreich sind, vorübergehend auf privat gestellt. Diese stehen momentan nicht zur Verfügung. Wenn ich von euch wieder Feedback bekomme und auch mal einen Kommentar, ob es passt, wie es euch passt, was euch in meinem Video fehlt oder was ihr euch vielleicht mal wünschen würdet, was ich mal auspacke oder mal vorstelle, dann werde ich diese Videos wieder öffentlich machen, weil es nicht jeder YouTuber so detailreich auch vorstellt und zeigt oder euch auch mal sagt, wo ihr was eventuell günstiger bekommt oder welche Internetseite ich empfehlen kann. Ich habe schon einige Videos gesehen, da wird das halt schnell ausgepackt, zack, bumm, gezeigt und das war's dann. Und das sind dann meistens auch kurze Videos, 3 Minuten, es wird nicht dazu gesprochen, es wird euch keine Informationen geboten. Das ist eben nicht mein Stil. Ich versuche es nach Besten euch zu zeigen. Und mir macht es auch wirklich Spaß. Nur wenn halt einfach gar kein Feedback von euch kommt, dann ist es sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man sich so aufführen muss wie Zahnlücke, ganz ehrlich, der eine Rolle spielt, das wäre zum Beispiel nicht ich. Ich bin ich und ich möchte, wie bestimmte Sachen eben zu mir kommen, zu euch rüberbringen. Ich hoffe, meine Message kommt an. Wir sehen uns wieder. Euer Elektromike.